Hallo zusammen, mein Name ist Fabio Odermatt und ich besuche das Kollegium St. Fidelis in Stans. Im Rahmen meiner Maturaarbeit habe ich mich mit dem Nidwalder-Dialekt am Kollegium St. Fidelis Stans beschäftigt. Obwohl ich aus Nidwalden stamme und auch alle meine Vorfahren in Nidwalden aufgewachsen sind, spreche ich selbst nur selten Nidwalder-Dialekt. Daher fragte ich mich, wie konnte es dazu kommen? Und sieht das bei anderen womöglich ähnlich aus? Um dies zu untersuchen, erstellte ich die folgenden zwei Leitfragen. Wie entstand der Nidwalder-Dialekt? Und wie entwickelt er sich weiter? Und von wem, wann und weshalb wird der Nidwalder Dialekt am Kollegium St. Fidelis gesprochen? Für die Beantwortung der ersten Leitfrage nahm ich umfassende Recherchen zur Entstehung sowie zur Entwicklung des Nidwalder Dialekts mit Hilfe von linguistischer Literatur vor. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse bildeten die Basis für die Beantwortung meiner zweiten Leitfrage, welche den Hauptteil meiner Arbeit darstellte. Dazu erstellte ich eine Online-Umfrage, die ich bei den Schülerinnen und Schülern des Kollegiums St. Fidelis durchführte. Die umfassende Beantwortung meiner Leitfragen lieferte viele verschiedene Erkenntnisse zur Verwendung des Nidwalder Dialekts am Kollegium St. Fidelis Stans. Erstaunlicherweise verwendet nur eine Minderheit immer die einheimische Mundart. Und selbst bei Personen, die immer Nidwalder Dialekt sprechen, ist ein großer Teil des traditionellen Sprachguts verloren gegangen. Trotzdem wird der Nidwalder Dialekt am Kollegium St. Fidelis heute etwas häufiger und bewusster verwendet als noch vor rund 20 Jahren.